Vor einem halben Jahrhundert begann auf den Philippinen die Grüne Revolution. Seitdem entscheiden mehr und mehr Agrarkonzerne und Forschungsinstitute aus den Industrienationen über das Saatgut und die Produktionstechnik. Die Sorten aus den Laboren haben die Erträge gesteigert. Wie kommt es aber, dass die Bauern dennoch arm geblieben sind? Die Grüne Revolution sollte die Reisproduktion steigern. Mit sogenannten Hochleistungssorten aus teuren Laboren sollte es höhere Erträge auf weniger Land geben. Man versprach die Abschaffung der Armut und setzte dabei auf große Monokulturen, behandelte die Felder mit teurem Kunstdünger und bekämpfte die Schädlinge mit Pestiziden. Zu Beginn gab es die dafür nötigen Betriebsmittel meistens noch umsonst. Über die Folgen der Grünen Revolution berichtet Elizabeth Cruzada vom Bauernnetzwerk MASIPAC. After a time, during those years, the 1980s, the farmers realized that they were deeply in debt already. In den 80er Jahren erkannten die Bauern, dass sie hoch verschuldet waren, weil die Dünger viel mehr kosteten. Sie waren viel zu teuer für die armen Bauern. Ihre Sorten waren aber an diese Dünger gewöhnt. Das heißt, ohne Dünger konnten sie nicht produzieren. Und ohne einen Kredit von den Händlern konnten die Bauern die Dünger nicht kaufen. Was also nach einiger Zeit eingetreten ist, ist, dass am Ende die Händler vom Geschäft der Grünen Revolution profitiert haben. Die Bauern sahen, dass sich nicht nur ihre Felder verändert hatten, sondern sie hatten auch das Wissen verloren, das ihre Eltern und Großeltern noch über den Reisanbau hatten. Einige der Bauern erkannten die Sackgasse und beschlossen, der Verschuldungsfalle zu entkommen. Sie taten sich zusammen, organisierten sich. Sie wollten Unabhängigkeit, sie wollten nicht mehr Jahr für Jahr das Saatgut bei den großen Unternehmen kaufen. Bereits vor über 20 Jahren gründeten sie MASIPAC. Über 35.000 Familien gehören mittlerweile diesem Netzwerk an, verteilt über das ganze Land. Das erste Prinzip von MASIPAC heißt Menschen vor Profit. Die Sorten sind das Ergebnis der Arbeit von Generationen von Bauern. Das heißt, niemand ist wirklich ihr Eigentümer. Wir verkaufen das Saatgut nicht. Außerdem wollen die MASIPAC-Bauern, dass der Reis für alle erschwinglich sein soll, nicht nur für die, die Geld haben. Alle Filipinos essen Reis. Und deshalb ist der Bio-Reis von MASIPAC für alle da. Must be able to access our rice. So organic rice is for everyone. MASIPAC rice is for everyone. Die MASIPAC-Bauern erlernten mit Hilfe von Wissenschaftlern wieder das, was ihre Eltern mit der Grünen Revolution verlernt hatten: das selbstständige Züchten von Saatgut. Einer der besten Züchter in ihren Reihen ist Ka Pepito Barbaza. Seine Sorten werden sehr geschätzt bei den Bauern von MASIPAC. Ich habe 25 Kreuzungen hergestellt und über 100 Sorten sind bereit für die Weiterentwicklung und Aussaat von anderen Farmern. Diese Sorte, PB418 zum Beispiel, von dieser Sorte haben andere Farmer gesagt, sie funktioniere gut bei Überflutung. Sie kann an der Küste gut verwendet werden, wo die Bauern besonders von den Taifunen betroffen sind. Auf den Philippinen befindet sich das internationale Reisforschungsinstitut IRRI. Hier begann beim Reis die Grüne Revolution. Das Ziel der Arbeit lautet damals wie heute, den Hunger und die Armut zu verringern und die Umwelt dabei für die Nachwelt zu schonen. Thank you.
In 15 wichtigen Reisanbauländern züchten nationale und internationale Forscher aus der ganzen Welt mittlerweile in den Niederlassungen des IRI. Eine von ihnen ist Dr. Sigrid Heuer. Auch sie arbeitet unter anderem daran, hitze- und überflutungstolerante Sorten zu entwickeln. Was wir hier sehen, ist unser Projekt über den überflutungstoleranten Reis, den wir nennen wir Sub One für Submergence One. Und was wir machen in diesem Projekt ist, dass wir moderne Reissorten nehmen und dass wir diese Überflutungstoleranz in diese modernen Reissorten einkreuzen. Wir benutzen dafür moderne genetische Methoden, sogenannte Marker, molekulare Marker. Das ist wie so ein Stadtplan und wir können auf dem Stadtplan sagen, okay, da sitzt diese Überflutungstoleranz und dann können wir ganz gezielt das Gen oder den Bereich, wo das Gen sitzt, sichtbar machen und können ganz gezielt selektieren. Auch am IRI ist man um die Vielfalt besorgt, denn man braucht sie für den Züchtungsfortschritt. Neue Sorten, die dem Klimawandel und anderen Herausforderungen angepasst sind, kann man nur aus vorhandenen schaffen. Der größte Schatz des IRI ist daher die Sammlung von Reissorten und Wildreis aus aller Welt. Tiefgekühlt lagern in der Genbank über 100.000 verschiedene Sorten, erdbebensicher und geschützt vor Vulkanausbrüchen. IRI und die Grüne Revolution beeinflussten die Entwicklung der Landwirtschaft negativ. Es wurde sogar von genetischem Imperialismus gesprochen. Denn das Verdrängen der traditionellen Sorten durch die Hochertragssorten veränderte im landwirtschaftlichen Bereich alles, sogar die Mentalität der Menschen. Früher wurde Reis als etwas Heiliges angesehen. Man konnte ihn nur einmal im Jahr ernten. Heute steht das Geld, der Gewinn im Vordergrund. Seit die Bauern ein zweites Mal ernten können, wurde das Ganze zur Cash-Ökonomie. Reis wird seitdem für den Markt geerntet. It became really a cash economy. Rice became a crop for the market. Ich bin Jimmy. Ich arbeite als Manager im Masipak Sortengarten. Dies ist die Ernte unserer Sorten. Sie lagern alle einzeln in diesen Säcken und müssen getrocknet werden. Aber leider ist die Sonne nicht da. Deshalb liegen sie erstmal hier. Zusätzlich zu den Versuchsgärten der Masipak-Bauern werden die Varietäten in einem nationalen Sortengarten gepflanzt. Aber anders als in der Genbank vom IRI werden sie hier nicht tiefgekühlt, sondern regelmäßig ausgesät. Dadurch passen sich die Sorten jedes Jahr den neuen Veränderungen in ihrer Umwelt an. Aber dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielen tausend Reissorten, die ursprünglich von Bauern auf den Philippinen und der ganzen Welt geschaffen wurden. Die meisten von ihnen wurden von den Hochleistungssorten der Grünen Revolution und der sogenannten modernen Landwirtschaft verdrängt. Dank der Arbeit von Organisationen wie Masipak und dank der Unterstützung von Miserio aus Deutschland können die Bauern heute wieder einen kleinen Teil dieser ursprünglichen Vielfalt nutzen. Geld müssen sie dafür nicht bezahlen. Sie geben dafür ihr Saatgut an andere Masipak-Bauern weiter. Dr. Chito Medina, Agraringenieur und nationaler Koordinator von Masipak, über die Ertragsaussichten dieser Sorten. And with that selection in the specific localities, they can get comparable yield to that of the modern. Mit unseren lokal angepassten Selektionen können Bauern vergleichbare Erträge wie mit Hochertragssorten erreichen. Eine Farm, auf der nur eine Hochleistungssorte steht, liefert bei guten Bedingungen vielleicht einen hohen Ertrag. Bei schlechten Bedingungen jedoch bedeutet das unter Umständen einen Komplettausfall. Der Anbau von vielen, oft bis zu 6 Reissorten, mindert das Risiko einer schlechten Ernte. Ist es zu trocken oder gibt es Sturm, dann können die anderen Sorten und Früchte den Schaden auffangen. Die Nahrung für die Familie ist gesichert.
Ob Okra, Auberginen oder Ananas. Der Garten kann gar nicht bunt genug sein. Ökologische Landwirtschaft, das bedeutet für Mirna Akayen in erster Linie biologische Vielfalt. Für ihre Kenntnisse über den Anbau von möglichst vielen verschiedenen Feldfrüchten ist sie bei Massipak bestens bekannt. Wir haben hier 1980 mit unserer Farm begonnen. In den 80er Jahren haben wir Mais in Monokultur gepflanzt. Damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Das war sehr teuer und es hat mir überhaupt nicht gefallen, denn wir hatten dadurch sehr viel Schulden bei den Geldverleihern. Dann kamen die Berater und brachten uns bei, wie man nachhaltigen Anbau betreibt. Das hat mich sehr begeistert. Mit der 2010 neu gewählten Regierung zeichnet sich in der Agrarpolitik der Philippinen eine Wende ab. Ein neues Gesetz fördert nun indirekt den ökologischen Anbau. Wir werden die Subventionen für Hybride, alles Saatgut und die kommerziellen Dünger abschaffen, die den Bauern gegeben wurden. Viele Jahre lang haben wir das jedes Jahr getan, aber für die Bauern hat sich nichts verändert. Die konventionelle Landwirtschaft ist für die Bauern nicht nachhaltig. Ob es einem Land wie den Philippinen gelingen wird, entgegen der Lobbyanstrengungen der Agrarindustrie eine solche Politik durchzuhalten, bleibt abzuwarten. Die Erfahrungen von Masipak jedenfalls machen Mut. Masipak? Ah, Masipak sind unsere besten Partner, was ökologischen Anbau angeht. Especially on the organic farming side.